Heute wird es magisch. Was passiert, wenn du in den Flow gehst? Stell dir vor, du schmeißt deinen Müll nicht einfach irgendwo auf die Straße hin. Stell dir vor, du gehst liebevoll mit deinen Mitmenschen um. Stell dir vor, du reißt keine Blumen oder irgendwelche Zweige irgendwo ab, damit sie deine Wohnung verschönern. Du nimmst die Insekten, du nimmst die Spinne in deiner Wohnung und setzt sie fröhlich pfeifend wieder vor die Tür. Stell dir mal vor, du lebst im Einklang mit der Natur und gehst in eine respektvolle, liebevolle Partnerschaft und siehst dich als einen Teil des großen Ganzen. Ein riesiger Organismus, der aus der Summe aller Handlungen aller Lebewesen besteht. Und wenn alle ineinander greifen, wenn alle sich helfen und wenn alle sich respektieren, wenn alle auf der Bewusstseinsebene sind, dass man gemeinsam in dieser Welt ist, dann kann das doch so schlecht nicht sein. Ja, dann kann das doch so falsch nicht sein. Oder wie fühlt sich das für euch an? Und wenn man so handelt, dass es nicht so falsch sein kann, dann kann man davon ausgehen, dass diese als grundlegende Handlungsmaxime in seinem Leben eine gute Basis ist. Zumindest eine gute Basis, dass man nicht so viel damit falsch machen kann. Aber warum machen das viele Menschen dann nicht? Warum leben wir in einer Ellenbogengesellschaft? In einer Welt, wo man den Müll einfach aus dem Autofenster rausschmeißt? Wie können Menschen derzeit an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen? Die Natur, die braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Und wer jetzt meint, dass wir die Natur schützen müssen, der ist immer noch so ein wenig in diesem Ego-Gefühl, in dem er sich über die Natur stellt. Denn die Natur braucht keinen Schutz. Wir sind die Natur, ein Teil davon. Und die Natur ist ein viel größeres Konstrukt, als was wir fassen können, was wir mit unserem Sinn begreifen können. Vielleicht sagen wir Universum dazu oder vielleicht sagen wir Gott dazu. Die Natur ist ewig und die Natur hat keine Probleme. Sie braucht keinen Schutz und sie ist vollendete Akzeptanz, sie ist das Sein. Oder habt ihr schon mal die Natur sagen hören, warte mal, da komme ich jetzt nicht mit klar, wenn ihr das und das macht. Da muss ich mal gucken, wartet mal ganz kurz, oder dass die Natur depressiv ist oder sowas, das gibt es nicht. Die Natur funktioniert einfach. Und wenn das passiert, dann passiert das. Wenn die Erde platzt, weil wir Menschen den roten Knopf gedrückt haben oder die Ozonschicht vollständig eingerissen haben, dann sind wir tot. Aber die Natur doch nicht. Dann haben unsere Kinder ein Problem und wir, aber nicht die Natur. Dann sind wir nicht mehr existent. Aber die Natur, das Universum, das beklagt sich nicht. Sondern es werden neue Planeten entstehen, da platzt ein Planet, da kommt ein neuer Planet. Das funktioniert alles einfach immer weiter. Die Natur braucht keinen Schutz. Wir Menschen, wir müssen uns schützen. Zumindest wenn wir als Bestandteil der Natur weiter existieren wollen. Alles kommt und geht. Wenn wir als Mensch so dumm sind, den einfachsten, wirklich den einfachsten Richtlinien einer gesunden Symbiose zuwiderzuhandeln, dann ist das unser Problem. Wir tun in erster Linie etwas für uns, wenn wir in unserem Alltag liebevoller und respektvoller mit den Mitmenschen und auch unserer Erde umgehen. Das tun wir für uns persönlich. Das ist kein altruistisches Verhalten, das ist ein ganz normaler, ureigenster Instinkt. Nicht die Ökos und die Gutmenschen sind die Weltfremden, sondern die Menschen, die sich ausgehend von gebildeten Machtstrukturen instrumentalisieren lassen, diejenigen, die den Kauf einer neuen Xbox, einer Armbanduhr oder eines Handys über den Kauf gesunder, unbehandelter Lebensmittel stellen, diejenigen, die im Jetzt für morgen arbeiten, um die Illusion einer Altersversicherung bei den entsprechenden Unternehmen kaufen zu können, diejenigen, die ihre eigenen Interessen als hochheiliges Gut betrachten und mit Ellenbogen durch das Leben gehen und die berufliche Karriereleiter immer weiter nach oben kraxeln, ja, und sich so noch abhängiger von den Machtstrukturen machen. Ne? Oder diejenigen, die sich Häuser auf Pump kaufen, die sich Ausbildungsversicherungen für ihre Kinder andrehen lassen und die eine Liebesbeziehung durch einen Ehevertrag irgendwie absichern wollen. Das hat alles nichts mehr mit einer geistigen, gesunden, entspannten Lebensweise zu tun. Da werden Ängste kultiviert und entsprechend dann auch für die Interessen von Unternehmen und entsprechenden Machtstrukturen missbraucht. Stell dir doch mal vor, du hast keine Angst mehr. Du genießt jeden Moment. Du kannst auch
schwierige Situation annehmen und daran wachsen, anstatt daran zu verzweifeln. Stell dir vor, du bist ein Mensch, der in vollkommener Harmonie mit der Natur lebt, der sich nicht beklagt, sondern wie das Wasser einfach um die Steine herumfließt. Was für ein tolles Leben muss das sein? Welche unendliche Genugtuung muss einen dadurch strömen? Wie unfassbar dankbar schreitet man dann über die Erde? Welche wunderbare Ausstrahlung hat man dann auf andere? Und was für ein magisches Erlebnis muss das sein, wenn man auf diese Reise geht? Lass einfach los und fang an zu leben. Nicht dein Ego, sondern deine Bestimmung, ein Teil des Universums zu sein. Es tut so gut. Atmen, lieben, leben.